Patricia, Christine, Sonja und Milena. Vier hoffnungsfrohe Nachwuchsmodels kämpfen im Süden Thailands um den Titel Sista Girl 2013. Ein Modelwettbewerb ohne Limits. Bis jetzt geht's mir gut, nur ein paar Schürfungen. Die nächsten Shootings muss man vielleicht ein bisschen mehr reduzieren bei mir. So, auf die Plätze, fertig, jetzt nochmal richtig. Veranstaltet wird der Contest von Martin Helmers, Herausgeber einer Taucherzeitschrift. Sista Discovery ist der Model-Abenteuer-Action-Event, wo es darum geht, nicht nur schön auszusehen, sondern wo die Mädels also auch ein bisschen aus der Reserve gelockt werden. Die müssen sportlich sein, die müssen belastbar sein. Und vor allem die Nerven behalten. Wer die nicht hat, fliegt raus. Beim Shooting in der Höhle der Springspinnen trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn ich jetzt denke, wir gehen in diese Höhle und entweder sie könnte einstürzen und es könnten Tiere bespringen. Willkommen beim härtesten Modelwettbewerb der Welt. Flughafen Frankfurt. Am Abfluggate für die Maschine nach Thailand warten vier junge Frauen, um in das Abenteuer ihres Lebens zu starten. Hi, mein Name ist Patricia, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Heilbronn. Hallo, ich bin Sonja, bin 20 Jahre alt und komme aus Saarstedt. Hallo, mein Name ist Milena Reitschwitz, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Hi, ich bin Christine, bin 29 Jahre alt und komme aus München. Die vier Mädchen sind Finalistinnen der Sista Discovery. Ein Model-Contest veranstaltet von Martin Helmers, Chefredakteur einer Taucherzeitschrift. Ja, die Sista Discovery ist also kein, ich nenne es mal Tussi-Contest mit Laufsteg und wo man nur schön aussehen soll und sonst der Rest nicht wichtig ist, sondern die Mädels müssen tough sein, müssen sportlich sein, sollen dabei gut aussehen und eben Lust auf Abenteuer haben. Und das werden wir in Thailand sicherlich reichlich finden. Und selbst wenn die mit blauen Flecken und kaputten Knien dann eben am Ende der Zeit wieder nach Hause kommen, werden sie sagen, genial, war das tollste Abenteuer, was ich bisher erlebt habe. Es haben sich mega viele Mädels beworben, über 500 Mädchen und wir sind jetzt hier unter den letzten vier. Ich glaube, also ich bin total aufgeregt und wir wissen gar nicht, was jetzt auf uns zukommen wird. So, Mädels, unser Aufruf, die Tickets. Da der Tauchsport im Vordergrund steht, geht es für das Finale in exotische Gefilde. Vor den Mädchen liegt eine lange Reise. Von Frankfurt aus geht es nach Bangkok, von dort weiter in den Süden Thailands. Neben einer atemberaubenden Landschaft mit dichtem Dschungel ist dieser Teil Thailands bekannt für seine Tauchgebiete. In Surathani, ein paar Stunden entfernt von Phuket, landen die Kandidatinnen. Ah, hallo. Grüß dich. Hallo. Mädels. Ich habe gerade erfahren, wir fahren gleich mit dem Wagen los. Das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist, wir sind 3 Stunden mit dem Auto unterwegs. Aber okay. Ihr lernt Thailand jetzt wirklich richtig kennen, auch von der natürlichen Seite. Knapp 20 Stunden sind die Mädchen bereits unterwegs. Oh mein Gott, ich werde schlafen die ganze Zeit. Im Autofahren kann es wenigstens nicht so viele Turbulenzen geben. Turbulenzen zwar nicht, doch wenn die Mädchen denken, es würde jetzt luxuriös zugehen, haben sie sich geirrt. Ja, die träumen jetzt vom 5-Sterne-Hotel mit Strandblick und so weiter, aber die haben sich also böse geschnitten. Das ist ein Abenteuer-Event, wir wollen hier nicht Urlaub machen. Es geht jetzt mitten in den Regenwald, da stehen Zelte und da gibt es Tiere dann wahrscheinlich drin. Wir haben zwar keinen Dr. Bob, aber ich denke, es wird eine ganz spannende Geschichte und die Mädels werden also erstmal sehr erstaunt sein, dass die 5-Sterne-Anlage noch ein bisschen warten muss. Martin Helmers wird nicht müde klarzumachen, die nächsten 2 Wochen werden kein Zuckerschlecken. Wir fahren jetzt los, war also kein böser Scherz. 3 Stunden sind wir jetzt noch mal unterwegs. Wir sind hier auf einem Abenteuertipp und nicht irgendwo bei Germany's Next Topmodel. Soll es auch nicht sein. Doch bei den vielen Eindrücken weicht zunächst die Kampfeslust der Kandidatinnen. Noch. Also ich glaube, für die Konkurrenz sind wir noch zu müde. Wer weiß, wie es sich in der nächsten Zeit entwickelt. Je mehr Schlaf wir bekommen, desto mehr Konkurrenzkampf wird vielleicht auftreten. Also ich werde es hier nicht schlafen lassen. Definitiv nicht. Das werden wir ja sehen. Mhm. Ja.
Eine lange Fahrt in einem schaukelnden Auto sorgt dafür, dass genau das nicht passiert. 10 Minuten später träumen die Mädchen bereits vom Titel. Ein paar Stunden von Surathani entfernt liegt die erste Station des zweiwöchigen Abenteuertrips. Ein Camp mitten im thailändischen Dschungel. Hier lebt man nicht in Zimmern, sondern in Zelten. Kein Roomservice oder anderweitiger Luxus, dafür Natur pur. Nach einer langen Autofahrt treffen die Mädchen ein und können es kaum erwarten, alles zu erkunden. Nur Christine hat ihre eigenen Sorgen. Die OP-Schwester vermutet böse Moskitos. Wo ist das Mückenschutzmittel? Mückenschutzmittel? Ich denke, du hast keine Angst vor Tieren. Ja, vor Mücken schon. Ich kann mal leiden. Vor den ganz Kleinen. Man sieht ein bisschen, dass der Schlafmangel an den Nerven zehrt. Christine ist schon so ein bisschen, ich will es nicht zickig nennen, aber ein bisschen gereizt kam es einem manchmal eben vor. Geil, hier gibt es freies Internet in dem Loch. Hier gibt es freies Internet in dem Loch. Sag mal, was los? Ihr seid hier im Dschungel, du brauchst kein Internet. Kein Mückenspray, kein Internet und das bei 4 Models mit akutem Schlafmangel. Das kann ja heiter werden. Zeit, die Unterkünfte zu erkunden. Ein einfaches Zelt mit Bett und Dusche lassen Mädchenherzen höher schlagen. So, seid ihr zufrieden? Ich finde es schön, dass ihr so lange kuscheln wollt, aber ihr zwei kommt mal mit, ihr habt ein eigenes Zelt. Wir sind ja jetzt schon seit über 24 Stunden wach. Ja, das Bett schreit so langsam dann doch so ziemlich. So, ich schreie jetzt mir nach, weil wir gehen jetzt in euer Zelt und dann lasse ich euch da alleine. Morgen früh geht's früh raus, also Nase pudern, schlafen gehen, kurz unter die Dusche und dann geht's morgen rund. Mir nach. Das Programm ist teilweise wirklich vor Ort erst noch festzulegen. Und wir müssen sehr spontan uns entscheiden, was wir machen. Und die Mädels haben jetzt keinen Laufsteg oder ein Fotostudio, wo feste Einstellungen sind, sondern wir müssen gucken, wie ist das Wetter, wie ist die Sonne, wie sind die Wolken. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, dann auf Knopfdruck natürlich eine tolle Ausstrahlung zu haben und gelassen zu gucken. Tag 2 im Regenwaldcamp. Direkt nach dem Frühstück hat Martin Helmers eine Überraschung. Ich hoffe, ihr seid frisch erholt und ausgeruht. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Ihr könnt das Tussi-Outfit ablegen. Es gibt jetzt richtige Dschungelkleidung. Wir werden ein bisschen in den Urwald gehen, Regenwald. Dann habe ich noch was mitgebracht. Die Anna vom Sister-Team, auch mit bei der Jury. Also immer nett lächeln, freundlich sein und aufpassen. Zieht euch um, jeder einen Teil an und nehmt noch 2, 3 Bikini-Outfits mit. Oder wenn ihr irgendwas Dschungeliges habt, was in den Dschungel passt, eben auch mit einpacken in die Tasche. Wir fahren dann gleich los. In 7 Minuten ist die Abfahrt. Doch die Spannung, wo es hingeht und was dort passieren soll, weicht nach wie vor der Furcht vor tropischen Krankheiten. Ich glaube, es ist besser, wenn man nicht weiß, also, was Malaria, da für Krankheiten auf einen zukommen, wenn man irgendwie gestochen wird oder gebissen oder etc. Ja, eigentlich finde ich schon ganz gut, wenn man sich vorbereitet. Also, aber Malaria ist, glaube ich, jetzt hier nicht ganz so schlimm. Ich bin halt Krankenschwester, OP-Schwester, es geht nicht, ich kann es nicht rausnehmen. Ich muss da immer drüber nachdenken. Ich bin hier so die Krankenschwester vom Dienst. Und wenn schon Einheimische sagen, es drohe keine Gefahr, sollte auch Schwester Christine ihre Sorgen vergessen. Ist auch viel zu schön hier, um sich die Laune damit zu verderben. Mit dem campeigenen LKW geht es los Richtung Shooting. An der Location angekommen, wartet eine Überraschung auf die Mädchen. Und die staunen nicht schlecht. Willkommen in Rüsselsheim oder so ähnlich. Eine Gruppe Elefanten wartet bereits. Die zahmen Tiere gewinnen die Herzen der Mädchen im Nu. Wenn man so jetzt eine Lebensgröße vor sich stehen hat, diese Füße, dieser Kopf. Aber Respekt habt ihr doch schon. Ja, ein bisschen schon. Schau mal nach oben, was er da oben macht. Ja. Jeder Elefant hat seinen eigenen Pfleger. Im Khao Sok Nationalpark steht der Artenschutz an oberster Stelle. Von 100.000 Elefanten, die es in Thailand vor 100 Jahren noch gab, leben heute nur noch 3.000 Exemplare. Um den Besuchern ein Gefühl für die Tiere zu vermitteln, hat man sich hier etwas Besonderes einfallen lassen. Vor dem Shooting müssen die Models arbeiten. Es geht jetzt zur Elefantenfütterung. Also ihr müsst jetzt erstmal ein richtiges Dinner hier oder ein Lunch auftischen für die Elefanten. Aber bevor ich nenne, bitte vorsichtig sein, ob das Messer ist sehr, sehr scharf, okay? Und sie muss vor den Korb schneiden.
Bis zu 250 Kilo Nahrung pro Tag braucht ein Elefant. Körbeweise Obst muss zerkleinert und gehackt werden. Solche Körbchen kannten die Models noch gar nicht. Aber bei diesem Contest ist eh alles ganz anders. Ich habe mir schon vorgestellt, dass der Model Contest ein bisschen anders als ein normaler Model Contest sein wird. Und dass wir da ein paar Aufgaben bekommen, die für uns natürlich schon etwas anstrengender werden. Und das ist jetzt hier gerade auch noch eine schöne Aufgabe. Mal sehen, was noch auf uns zukommen wird. Da kann man sich hier auch mal richtig schön die Hände schmutzig machen. Nachdem alle Körbe gefüllt sind, heißt es ab zur Fütterung. Doch wenn Elefanten hungrig sind, kann es ziemlich wild zugehen. Und nass. Es dauert nicht lange und die Mädchen sind von oben bis unten eingesaut. Es war ein bisschen eklig, aber es macht trotzdem einfach mega Fun. Ich bin zwar von oben bis unten eingesaut mit Elefantenschlabber, okay, dann sag ich aber es macht einfach Spaß. Den bin auch dreckig, aber glücklich. Super Erfahrung, dreckig, aber wie man sieht. Wir machst, haben alles gegeben, so sehen wir auf jeden Fall aus. Ja. Elefanten pflegen heißt nicht nur füttern. Auch die Körperhygiene will gelernt und erledigt sein. Hallo, Sawadika. Jetzt machen wir Elefanten pussen, waschen, schlucken. Also, wir haben Kokosnussflasen, einfach so mit den Elefanten pussen. Mhm. Aber Schwanne bitte vorsichtig sein. Tritt der dann aus, oder? Ja, manchmal sie winken es so. Okay. Schlagen, okay? Bis in die 80er Jahre hinein wurden Elefanten in Thailand als Nutztiere eingesetzt. Vor allem bei der Waldrodung. Doch das ist vorbei. Elefanten stehen unter Naturschutz und für Menschen arbeiten müssen sie auch nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Ich darf mal gerne so geschrubbt werden. Frag doch mal nach. Von vier. Es gibt Schlimmeres, als von 8 Händen gleichzeitig gewaschen und gekraut zu werden. Dann wird die Elefantenwäsche zum Fotoshooting. Ohne Vorbereitung und Warnung. Schließlich geht es bei dem Contest um Natürlichkeit und Spontanität. Doch der Star des Shootings entpuppt sich als Diva. Der Elefant hat keine Lust mehr und macht das schnell klar. Der mag dich. Vorsicht, komm weg da. Aus der Gefahrenzone. Wir haben hier bei Elephant Hills mit richtigen, lebenden, großen Elefanten, und zwar nicht hinter Gittern, sondern in freier Wildbahn, Fotos gemacht. Es konnte was passieren, indem der Schwanz ausgeschlagen wird oder der Rüssel geworfen wurde. Und ist auch passiert. Chrissy hat den Schwanz ins Auge bekommen. Einige wurden vollgeschleimt mit irgendwelchem Elefantensabber. Es war viel Gekreisch, viel Heilali gewesen. Wie so eine Peitsche eigentlich. Ja, es tut echt verdammt weh. Je anstrengender und desto schmerzhafter die Shootings sind, desto besser werden später auch die Bilder dabei. Es sind bestimmt ein paar gute Schnappschüsse dabei. Vom großen Elefanten zum kleinen. Haha, so heißt das 9 Monate alte Elefantenbaby, das für alle Mühe und Schläge entschädigt, die die Mädchen bis jetzt über sich ergehen lassen mussten. Doch so niedlich Haha ist, die Mutter ist immer in der Nähe, nicht ungefährlich für ein Shooting. Der Kleine, der dreht sich, der wendet sich, das wird eine recht quirlige Geschichte. Das heißt, ich versuche mich in die richtige Position zu bringen. Ihr müsst aber aufpassen, das Muttertier steht dabei und der passt auf den Kleinen auf. Und wenn der sich irgendwie bedroht fühlt und dann irgendwie komisch quiekt, dann kommt der Große und haut euch ein mit dem Rüssel, mit dem Schwanz. Du weißt, wie das geht. Es wird also eine relativ hektische Aktion werden. Bei uns haben wir die im Zoo oder vielleicht mal im Tierpark oder so. Aber man hat eigentlich nie die Möglichkeit, vor allem mit einem Elefanten zu shooten. Deswegen finde ich es echt gut. Los, ran! Elefantenbaby Haha interessiert das alles herzlich wenig. Lieber will er zu Mama. Sonja hat so ihre Schwierigkeiten. Und dann hat es der Kleine noch auf dem Fotografen abgesehen. Nein! Der treibt mich wieder in die Büsche hier. Der war so schnell, dass man gar nicht sich in Pose bringen konnte, sondern einfach nur so versucht hat, so ein bisschen mit ins Bild zu schieben, hatte ich das Gefühl. Aber dann ging es ja doch noch, ist ja im Moment stillgehalten. Dann musste man halt versuchen, so schnell und so gut wie möglich dann was rauszuholen. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Hinzu kommt, Visagisten und Stylisten sucht man hier vergebens. Es bleibt nichts weiter übrig, als sich das Shooting schön zu reden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man jetzt normal in der Natur ist, schminkt man sich ja auch nicht. Und ich glaube, genau darum geht es bei diesem Wettbewerb. Dass man halt schön aussieht, auch wenn man wenig Make-up drauf hat. Wo bist du? Seh dich nicht! Jetzt. Milena hat derweil ganz andere Sorgen. Obwohl Haha gerne seinen Mittagsschlaf machen würde, ist ihr der kleine Dickhäuter nicht so ganz geheuer.
wir versuchen es jetzt nochmal. Ich hoffe, es klappt nochmal, ein paar schöne Fotos hinzubekommen. Und man sieht halt, dass der Elefant auch immer an seiner Mama hängt, natürlich mit der Mama spielen will, fressen will und den alles andere interessiert, auch schön in der Kamera auszusehen. Ja, er zeigt uns den Po. Da sieht man, also, was er davon hält. So. Andere Seite zu mir, komm, komm. Dann klappt es doch noch mit einem, sagen wir mal, Schnappschuss. Na, ran, komm. Milena hat ziemlich Respekt gehabt vor den Tieren, sonst ist sie ja relativ quirlig vor der Kamera, aber eben mit so einem Elefanten im Hintergrund, da ist sie dann doch ein bisschen mulmig. Und bei Sonja war es eben so, die war doch von Entfernung, habe ich gesagt, näher ran, aber es ist eben nicht so einfach. Es war anstrengend, vor allem die Elefanten spielen nicht so, wie man gerne möchte. Man muss also wirklich drum rumlaufen, hoch, runter, gebückt und so weiter. Aber ich denke, wir haben ein paar tolle Fotos gemacht. Nach schwüler Hitze, Schweiß und Elefantenschlabber hat sich Martin Helmers für den nächsten Tag etwas Besonderes überlegt. Ein Bootsausflug und der entpuppt sich als Fotoshooting vor den Kulissen des Khao-Sok-Nationalparks. Hier können die Nachwuchsmodels ihre sexy Seite zeigen. Ausziehen und los! Nach dem rasanten Shooting kehrt die wohlverdiente Ruhe ein, wurde aber auch Zeit. Es war super schön, wir hatten warmes Wasser, wir hatten eine tolle Kulisse. Ja, man hat ein Bikini an. Ja, so stelle ich mir das Modelleben vor, jetzt hier angekommen und erstmal einen Begrüßungsdrink bekommen, ne? So muss es sein. Auf das Essen folgt Ernüchterung. Der Tag geht unkomfortabel weiter. So Mädels, wir haben einen ziemlichen Zeitverzug, wir müssen jetzt Gas geben. Ich habe für euch eine tolle Bikini-Shooting vorgesehen, aber da gibt es noch eine kleine Hürde, wir müssen ein bisschen durch den Wald laufen. Die Anne erklärt euch jetzt, was ihr mitnehmt. Also packt 2-3 Bikinis ein und festes Schuhwerk vor allem. Wir haben nämlich eine einstündige Wanderung durch den Dschungel vor uns, um zu der besonderen Location zu kommen, die wir für euch ausgesucht haben. Noch ahnen die Mädchen nicht, was für ein Shooting sie erwarten wird. Sicher ist, es wird anstrengend, überhaupt dorthin zu gelangen. Mit kurzen Hosen wandern, mal sehen, was das wird, ob wir nachher mit solchen Stichen wiederkommen. Haben wir eh schon hier zum Teil, deswegen hoffentlich sticht da nicht noch mehr zu. Nur Christine ist optimistisch. Ich freue mich, dass wir endlich mal richtig Sport machen werden. Weil die ganze Zeit halt hier rumschippern und schön, so idyllisch auf dem Boot. Also ich freue mich jetzt endlich mal Sport zu machen, meine Beine anzustrengen, so dass es weh tut. Doch wer durch den Dschungel wandert, sollte ein paar Dinge beachten, bevor es losgeht. Ein paar Hinweise. Der ganze Weg bitte nicht überall Pflanzen oder Blättern anfassen. Ne? Weil manche Blättern, wir haben viele Stacheln oder sind giftig. Sind Sie bereit? Ja. So, dann los. Auf geht's. Die einstündige Dschungelwanderung wartet auf die Mädchen. Und die geht bergauf. Jetzt laufen wir hier durch den Dschungel und genauso wie die Menschen früher und das ist einfach so das wahre Leben. Es regnet, aber trotzdem fühlt man sich irgendwie gut und jetzt wollen wir mal weitergehen. Gerade eine Viertelstunde später ganz andere Töne. Meine Füße tun weh. Ja, ich habe umgefragt, 10 Minuten, 20 Minuten ungefähr noch, je nachdem wie ihr Gas gebt jetzt. Oh. Was haben wir hier WLAN? Ich hab Bock auf Pizza. Meine Füße tun weh. Schließlich erreicht Martin Helmers mit den 4 Finalistinnen die nächste Location. Im Dunkeln ist gut munkeln, von wegen. Beim Höhlenshooting stoßen die Models auf allerlei Getier. Ich hab zu viele Horrorfilme geguckt, glaube ich wirklich. Beim Shooting gehen die Kandidatinnen an ihre Grenzen. Mutprobe beim härtesten Model-Contest der Welt. Gibt Milena schon auf? Gleich. Eine Stunde anstrengender Wanderung liegen hinter den Finalistinnen Milena, Christine, Patricia und Sonja. Das Ziel, eine Höhle mitten im thailändischen Dschungel. Doch trotz der Tatsache, dass die Nachwuchsmodels bereits müde sind, gönnt ihnen Martin Helmers keine Ruhe. Die Höhle ist Location für das zweite Shooting des Tages.
Wir werden ein tolles Bikini-Shooting machen und ihr müsst wirklich aufpassen. Ihr habt gesehen, es ist wirklich hier draußen schon wirklich glitschig und rutschig. In der Höhle ist Matsch. In der Höhle können Schlangen sein. Es gibt Spinnen drin. Nicht wie in Deutschland, sondern etwas größeres Viechzeug. Also passt ein bisschen auf, wo ihr hintretet. Noch erleichtert Tageslicht den Abstieg zum Eingang der Höhle. Doch je tiefer die Mädchen kommen, umso dunkler und unwegsamer wird es. Ein bisschen Angst habe ich jetzt auf jeden Fall schon mit den Vorstellungen, was so passieren kann. Es ist jetzt schon echt ein anderes Gefühl im Bauch, hier durchzugehen. Schließlich umgibt die Mädchen nichts als Dunkelheit. Das ist schon echt, ich habe zu viele Horrorfilme geguckt, glaube ich, wirklich. Also wenn ich jetzt denke, wir gehen in diese Höhle und entweder sie könnte einstürzen und es könnten Tiere bespringen, das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl gerade. Tatsächlich ist die Höhle voll von Spinnen aller Art. Doch um sich vom Schrecken zu erholen und die Ängste zu überwinden, bleibt wenig Zeit. Martin Helmers macht Druck, denn es wartet noch das Shooting. So, macht euch jetzt fertig, wir müssen jetzt wirklich loslegen. Für das Shooting heißt es dann doch Licht an. Alles muss schnell gehen. Die Models werden jeweils einzeln mit einer Spinne posen müssen. Vorsicht ist geboten, denn das Krabbeltier könnte sich bedroht fühlen. Ich muss runterkommen, ich hab dich ja sonst nicht drauf. Ich komm ja schon. Ja, ich hätte auch Nein sagen können, ich weiß, aber das wollte ich jetzt dann doch nicht machen. Ich will ja mit den anderen mithalten können und deswegen habe ich jetzt einfach meine Angst überwunden, habe mich trotzdem direkt vor sie hingestellt, vor die Spinne. Habe es jetzt einfach durchgezogen. Als nächstes ist Sonja an der Reihe. Währenddessen wächst Milenas Unbehagen weiter. Sie ist danach dran. Ja, ich habe ein bisschen Herzrasen jetzt, weil ich weiß nicht, wie die Spinne reagieren wird. Die sitzt da jetzt noch so ruhig und... Jetzt habe ich gesehen, dass die Spinne sich bewegt und jetzt ist es noch schlimmer, weil jetzt weiß ich, dass sie sich bewegt und dass ich jetzt dahin muss und mit dieser Spinne irgendwie posen muss. Ich war noch nie so nah an so einer Spinne, sowas habe ich auch noch nicht gesehen und ja, ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet und wie sie reagieren wird, wenn ich jetzt dahin gehen werde. Die 19-Jährige nimmt all ihren Mut zusammen. Auftritt für das Model und die Spinne. Lena, komm, wir machen jetzt das beste Bild hier. Komm her. Milena bleibt ganz Profi. Ein letztes Bild und kurze Zeit später ist alles überstanden. Das Shooting ist vorbei. Alle vier haben es geschafft. Nun treten die Finalistinnen stolz, aber auch erleichtert den Heimweg an. Die Höhle würde ich schon mal wieder besuchen, aber... Wenn Fledermäuse drin sind, okay, aber mit diesen ganzen Spinnen muss ich nicht nochmal haben. Aber wir haben da jetzt auch schöne Fotos mit den Spinnen. Das heißt, nochmal müssen wir nicht. Andere Tiere gerne. Ja, genau. Ja. Für heute ist es genug. Morgen wartet schon das nächste Abenteuer. Und nächsten Sonntag sehen Sie nach dem Urwald ab ins Penthouse. Eine Luxus-Suite für die Model-WG. Ich glaube, man hat uns die Strapazen extra angetan, damit wir jetzt erstmal spüren, was richtiger Luxus ist. Doch die Strapazen fangen gerade erst an. Ein Shooting in 18 Meter Tiefe und ohne Tauchequipment fordert alles von den Nachwuchsmodels. Außerdem die Entscheidung. Ich will es jetzt endlich einfach nur noch wissen. Mir geht es überhaupt nicht gut und ich bin übertrieben nervös. Wer wird am Ende das Sea Star Girl 2013? Nächsten Sonntag, 23 Uhr.